Die Friedrich-Fischer-Fachoberschule in Schweinfurt-Unterfranken. 8 junge Menschen um die 20 bereiten sich hier auf einen besonderen Tag vor. Die VWL-Klasse hat sich beworben um einen Termin bei der Bundesbank. Geldpolitik live mit deren Präsidenten. Woher kommt das Interesse bei den angehenden Abiturienten? Ja, dass wir in der Gesellschaft mitreden können. Ich denke, viele in unserem Alter, die haben davon jetzt noch nicht so viel Ahnung und wir bekommen das in der Schule beigebracht und wir wissen dann, was los ist, wenn jetzt zum Beispiel in der Draghi mehr Geld in den Markt pumpt. Die Geldpolitik von der Bundesbank oder von der Europäischen Zentralbank, das hat ja direkten Einfluss auf uns. Wenn der Leitzins wie jetzt zum Beispiel niedrig ist, bekommen wir günstiger Kredite. Wenn der Eurokurs stärker ist, habe ich normalerweise im Binnenmarkt niedrigere Ausgaben. Dafür sind dann, wenn der Eurokurs wieder niedrig ist, dann habe ich als Unternehmer zum Beispiel normalerweise bessere Möglichkeiten zu exportieren. Manuels Klasse ist eine von 8, die sich aus ganz Deutschland erfolgreich beworben haben. Ein Tag in der Bundesbank, Gelegenheit, Fragen an den Präsidenten Jens Weidmann zu stellen. Mit welchen Erwartungen fahren die Schüler nach Frankfurt? Meine größte Erwartung an diesem Tag ist, dass wenn wir auf Herrn Weidmann treffen und ihm eben die Fragen stellen, dass wir auch eine klare Antwort bekommen. Dass es nicht zu oberflächlich ist. Nicht, dass sagen, ja, kann man jetzt noch nicht sagen und das muss man dann gucken, wie sich das noch entwickelt. Das möchte ich eigentlich nicht hören, weil das höre ich überall. Ich denke, das erwartet jeder von uns, weil wir kennen das alle aus der Politik oder auch wenn man dann die Tagesschau anschaut, es wird eine konkrete Frage gestellt und danach weiß man, wenn der Politiker dann spricht, weiß man gar nicht mehr, um was überhaupt die Frage war, weil immer ausgewichen wird. 7. Dezember, 140 Jugendliche aus dem ganzen Bundesgebiet sind zu Besuch. Was sollen die Schüler von so einem Tag mit nach Hause nehmen? Was erwartet der Gastgeber, Bundesbankpräsident Jens Weidmann? Also ich denke eigentlich, dass sie gute Fragen stellen werden. Oft sind es ja die unerwarteten Fragen, die einen besonders fordern. Und vor allem, wenn man nicht ganz so tief im Thema drinsteckt, dann hinterfragt man vielleicht auch manchmal Dinge, die für uns in der Notenbank oder für Sie als Journalist selbstverständlich sind. Und das ist besonders spannend, finde ich. Und dann geht es los. Große Fragerunde mit dem Bundesbankpräsidenten. Den Anfang macht Manuel aus Schweinfurt. Wie intensiv können Sie als Bundesbankpräsident die Interessen der Bundesrepublik Deutschland im EZB-Rat vertreten? Wir würden gerne zunächst wissen, was das Ungewöhnlichste an Ihrem Job ist. Die Berliner wollen gerne wissen, wie groß der Einfluss der Fed auf die Bundesbankpolitik ist, beziehungsweise die der Europäischen Zentralbank. 2 Stunden Intensivkurs. Auf alle Fragen gibt es eine Antwort. Die Schüler erleben, was hat dieses Thema Geldpolitik mit mir zu tun? Was hat der Mann, den sie nur aus der Tagesschau kennen, zu sagen? Manch neue Erkenntnis ist dabei. Haben sich die Erwartungen der Abiturienten aus Schweinfurt erfüllt? Für mich war interessant zu erfahren, dass der Herr Weidmann auch nur ein ganz normaler Mensch ist. Das bleibt bei mir hängen, also das, was Herr Weidmann auch immer wieder betont hat, wie wichtig das Vertrauen in die nationalen Notenbanken vor allem ist. Er hat ja gesagt, sobald das irgendwann mal weg ist, kann man die komplette Währungspolitik eigentlich vergessen. Er hat ja gesagt, dass es so ist, dass die niedrigen Sparzinsen, die Inflation, die momentan so gering ist, wettmacht. Und das war mir nicht so bewusst, weil man denkt immer, oh Gott, okay, ich habe jetzt Geld auf der Bank liegen und ich kriege eigentlich keine Zinsen. Aber eigentlich ist es genauso, wie wenn ich jetzt mehr Zinsen kriege, aber die Inflation ist höher. Viele Entscheidungen unseres Alltags sind ökonomische Entscheidungen. Wirtschaftswissen macht den Unterschied. Jens Weidmann hofft, dass seine Botschaft angekommen ist. Sein Eindruck vom Schülerjahrgang 2015? Ich hatte den Eindruck, dass die Frage, wie wichtig ist Geld oder Geldwertstabilität und die Bedeutung von stabilem Geld, das war durchaus gut verankert. Aber so das darüber hinausgehende, wie macht eine Notenbank das, wie sichert eine Notenbank stabiles Geld, da denke ich, können wir auch noch ein bisschen nacharbeiten. So ein Tag bei der Bundesbank kann genau dazu motivieren. Über das Wesen des Geldes nachdenken, bevor ich es ausgebe.